Es juckt und kratzt im Ohr. Nichts hilft. Es hört einfach nicht auf. Der Schmerz ist kaum zu ertragen. Was in aller Welt ist das? Es gräbt sich immer tiefer in den Kopf. Was kannst du nur tun? Bleib ruhig, mein Freund. Wir sind hier, um zu helfen. Wie überlebt man Kakerlaken im Ohr? Schon die Vorstellung ist eklig, aber es kommt öfter vor, als du vielleicht denkst. 1993 meldete ein Krankenhaus in Los Angeles 43 Fälle von Kakerlaken in menschlichen Ohren. Es sind schnelle und hungrige Insekten, die in nur einer Sekunde das 50-fache ihrer Körperlänge krabbeln können. Das wäre so, als ob ein Mensch 300 Stundenkilometer rennen würde. Sie fressen alles, vom Trommelfell über den Gehörgang bis zu deinem weichen, saftigen Gehirn. Pass also bloß auf. Warum krabbeln Kakerlaken in Ohren? Kann man sie dazu bringen, wieder herauszukrabbeln? Wieso sollte man sie nie mit einem Wattestäbchen entfernen? Schritt 1. Schütz deinen Schmalz. Kakerlaken lieben flüchtige Fettsäuren. Diese bilden sich aus gärenden Lebensmitteln wie Brot, Bier und fast allen Speiseabfällen. Sie sind auch in deinem Ohrenschmalz enthalten. Im Schlaf bist du leichte Beute. Das säuerliche Ohrenschmalz lockt die Kakerlaken an. Sie hoffen in diesem dunklen, warmen und feuchten Tunnel auf einen leckeren Snack. Stattdessen bleiben sie stecken. Da sie nicht zurückkrabbeln können, bleibt ihnen nur die Flucht nach vorne. Aber du kannst ja deine Ohrenschmalzproduktion nicht stoppen. Deine Ohren brauchen es zur Reinigung und zum Schutz. Um den köstlichen Duft des Ohrenschmalzes zu verdecken, benutzt doch Ohrstöpsel. Schritt 2. Nicht kratzen. Du spürst, dass etwas Ekliges in deinem Ohr herumkrabbelt. Der erste Instinkt wäre, so fest wie möglich zu kratzen. Tu das bloß nicht. Dadurch wird die Kakerlake nur tiefer in deinen Gehörgang gedrückt. 2018 hat eine Kakerlake einem 20-jährigen Mädchen in China einen Teil des Trommelfells abgenagt und deren Gehör damit dauerhaft geschädigt. Hör auf zu kratzen und befolge Schritt 3. Schritt 3. Nerven behalten. Du tobst natürlich, weil so ein Vieh in dein Ohr gekrabbelt ist, aber du solltest die Nerven behalten. Hendrik Helmer musste das 2017 schmerzlich erfahren. Die Schmerzen des Australiers waren so groß, dass er sogar versuchte, die Kakerlake mit einem Staubsauger herauszusaugen. Das machte das Tier nur aggressiver und ängstlicher. Also krabbelte es tiefer. Hendrik hielt die Schmerzen kaum aus. Kakerlaken kommen bis zu einer Woche ohne Nahrung und Wasser aus. So lange möchte niemand Insekten in sich haben. Bleib also ruhig und verärgere sie nicht. Schritt 4. Vergiss Wattestäbchen. Finger weg von Wattestäbchen. 2018 wachte Katie Holly mitten in der Nacht auf, weil etwas in ihr Ohr gekrabbelt war. Sie versuchte es mit einem Wattestäbchen zu erwischen, konnte aber nur ein paar Beinchen entfernen. Ihr Mann versuchte zu helfen, aber erwischte nur Teile der Kakerlake. Sie eilten ins Krankenhaus. Die Ärzte entfernten den größten Teil des Übeltäters. Aber selbst 8 Tage später entfernten sie immer noch kleine Stücke der Kakerlake aus dem Ohr. Schritt 5. Platt machen. Als Hendrik Helmer endlich im Krankenhaus war, rieten die Ärzte, das Insekt als erstes zu töten. Sie schütteten Olivenöl ins Ohr und erstickten so die Kakerlake. Sie gab aber nicht kampflos auf und vollführte unkontrollierte Bewegungen, bevor sie starb. Helmer erinnerte sich, dass dies der schmerzhafteste Moment der ganzen Prozedur war. Danach konnten die Ärzte die Schabe sauber entfernen. Tja, mit Ohrstöpseln hättest du dir den ganzen Albtraum erspart. Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber was ist mit Bettwanzen? Sie sind hartnäckig und wirklich, wirklich schwer zu beseitigen. Denkst du, du könntest so etwas überleben?